Menschen laufen auf Automatikmodus, ne? Die denken so den ganzen Tag vor sich hin, by default, ja, oder denken das, was der Nachbar sagt, übernehmen irgendwelche Glaubenssätze von den Eltern früher und so weiter. Und Bewusstheit heißt für mich, die Dinge auch zu hinterfragen und mir mal klar zu machen, was in mir vorgeht überhaupt. Weil wir sind nicht das, was wir denken, was in uns vorgeht. Das ist ein Programm, das ist eine Software, die da läuft. Und die haben wir größtenteils von anderen Menschen übernommen oder von der Gesellschaft übernommen. Und Bewusstsein heißt, mir klar zu machen, dass ich nicht dieses Programm bin. Nicht das, was ich denke, nicht das, was ich glaube, sondern ich bin tatsächlich das Bewusstsein, was das Ganze hinterfragen kann. Weil wir können die Software umschreiben und damit dann Einfluss auf unser Leben nehmen. Und damit werden wir selbst ermächtigt, ja, kommen der Göttin, dem Gott in uns immer näher. Ja, und da ist es auch wichtig zu verstehen, dass wir nicht die Verantwortung haben für den Gefühlshaushalt des anderen. Also immer vorausgesetzt, wir kommen von einem Ort der Rücksichtnahme und der Liebe und des Respekts. Ja. Aber wie ein Mensch auf einen anderen Menschen reagiert, ist im Prinzip seine Geschichte, sein Programm, seine Wahrnehmung, seine Interpretation auch. Ja. Deswegen ist Selbstliebe so wichtig, weil wenn ich die Selbstliebe in mir habe, dann ist ein Partner oder ein Mann, der mich zusätzlich ergänzt, ja, der schön ist in meinem Leben, der mir gut tut in meinem Leben. Das ist eine wertvolle Ergänzung, aber es ist keine Notwendigkeit. Und das ist ganz, ganz essentiell, weil in dem Moment, wo ich in mir ruhe und niemanden von außen brauche, aber durchaus willkommen heißen kann, wenn ich darauf Lust habe, ja, das spürt der andere Mensch und das ist unglaublich anziehend.